Ein idyllischer Teich in einem historischen Garten. Wir sind heute im niederösterreichischen Mostviertel und zwar am nördlichsten Ende im Herzen des Kremser Weinbaugebietes. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Das hier sind die Hellerhofgärten in Paudorf. Paudorf ist dem einen oder anderen Pflanzenfreund vielleicht bekannt, weil es hier den größten Mammutbaumbestand Österreichs gibt. Was viele aber nicht wissen, hinter diesen historischen Klostermauern versteckt sich ein wunderbarer Garten. Und den will ich Ihnen heute zeigen und das sind unsere weiteren Themen. Im phänologischen Kalender sind wir im Frühherbst angelangt. In der Gartenpraxis geht es um fruchtiges Beerenobst. Und Benjamin erfreut heute groß und klein mit selbstgemachtem Ketchup. Der ehemalige Tennisplatz, ein Kräuterparadies, ein Paradies von trockenheitsliebenden Pflanzen. Und die Andrea Kinninger ist hier seit Anbeginn eigentlich mit dabei, wie dieser Garten entstanden ist. Ja, ich habe vor 20 Jahren schon mit meinen Kindern eigentlich hier begonnen, die Jungscher zu übernehmen. Und damit die Jungscher natürlich viel im Freien ist und sich hier bewegt hat, haben wir dann schon langsam auch uns hier eingegliedert mit der Jungschergruppe, auch hier gewerkelt im Garten natürlich. Und die Kinder haben mich dann auf verschiedene Ideen gebracht, eben wie jetzt das Labyrinth der wilden Kräuter entstanden ist, weil die fanden das natürlich ganz cool, sich da am Boden auf allen Vieren zu bewegen. Au, da piekst was, da brennt was, was ist das, kann man das essen? Und dann habe ich mich entschlossen, eben diese Kräuterpädagogik zu machen und das wollen wir hier einfach nützen, sage ich jetzt. Dieser Garten ist ja ein historischer Garten, also Mord, ein ehemaliger Klostergarten. Wie groß ist denn die ganze Anlage? Die ganze Anlage sind immerhin 18.000 Quadratmeter und da kommt schon ganz schön was zusammen. Also bedarf es sehr vieler freiwilliger Hände, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich ein Paradies hinter der Kirchentür, sage ich immer, weil du gehst durch die Kirche durch oder rundherum und dann eröffnet sich wirklich ein ganz ein toller Garten mit verschiedenen Biotopenbereichen und das ist wirklich, glaube ich, erhaltenswert. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Bereiche, auch einen Naschgarten. Ja, da sind wir auch am Arbeiten. Ja. Naschen ist für mich, sage ich jetzt einmal, das muss immer gehen, im Vorbeigehen immer irgendwo was runterzupfen, egal zu welcher Jahreszeit, es lässt sich immer irgendwas finden. Und wir versuchen auch hier jetzt die Wildobstsorten reinzuholen. Die ersten Pflanzungen sind da und die ersten Früchte sind auch schon da. Und damit bei Ihnen zu Hause wirklich ein herrlicher Beerengarten auf kleinstem Raum entsteht, gibt es jetzt im Gartenkalender die besten Tipps. In der Natur im Garten Erlebniswelt auf der Gartentulln gibt es aber auch alle aktuellen Informationen, was bei Ihnen jetzt im Garten zu tun ist. Der September ist ins Land gezogen, der Frühherbst hat mit der Reife des Holunders begonnen. Eine wunderbare phänologische Jahreszeit, jetzt geht's ums Ernten. Aufpassen im Garten, Obstgehölze jetzt immer regelmäßig gießen, wenn es nicht regnet. Äpfel, Birnen brauchen jetzt viel Wasser, damit die Früchte wirklich groß und saftig werden. Kalium ist ein ganz wichtiger Nährstoff im Garten. Er sorgt dafür, dass Triebe ausreifen, dass das Gras zum Beispiel fest wird. Und den gibt man jetzt im Rahmen der Herbstrasendüngung bzw. bei allen Pflanzen, die nicht ganz frostfest sind, zum Beispiel bei Feigenbäumen, jetzt eine Kaliumdüngung durchführen. Die Kürbisse sind schon stattlich gewachsen. Jetzt unter die Früchte Stroh legen, damit sie nicht zu faulen beginnen. Und wenn Beete im Gemüsegarten frei werden, unbedingt Gründüngung ansehen. Zum Beispiel Phacelia, der Bienenfreund, oder den Gelbsenf. Oder besonders dann, wenn der Boden sehr fest ist, Ölrettich. Das bedeckt den Boden und macht die Erde krümelig. Und jetzt wollen wir pflanzen, nämlich Beeren. Der Herbst ist die beste Pflanzzeit für Bäume, für Sträucher, für Rosen und für Beerengehölze. Heute wollen wir einen kleinen Beerengarten anlegen. Das Wichtigste ist die Bodenvorbereitung, denn die Beeren, die brauchen immer einen humosen, einen durchlässigen Boden. Den meisten Platz brauchen die Brombeeren.
Da haben wir so eine stachellose Brombeere, die wirklich besonders kräftig wächst. Und da haben wir ein bisschen höheres Gestell gebaut. Da werden wir dann die Triebe festbinden. Ins Pflanzloch geben wir Kompost, wunderbarer Kompost. Und zwar, das mache ich immer gern, dass ich ihn zuerst einmische. So ist er gut verteilt. Und dann wird das Pflanzloch ausgehoben. Zur Düngung geben wir übrigens Schafwollpellets hinein. Und der große Vorteil bei den Schafwollpellets ist ein organischer Dünger. Der wird langsam abgebaut und langsam umgewandelt zu Stickstoff. Also das heißt, wenn er heuer im Herbst nicht aufgebraucht ist, dann wird die Düngewirkung auch im kommenden Frühjahr fortgesetzt. So, und dann wird gepflanzt. So, bei Beerensträuchern ist es generell so, dass man immer ein bisschen tiefer setzen kann, wie sie ursprünglich gestanden sind, weil dann die Wurzelbildung auch deutlich besser ist. Auch immer ein bisschen festtreten, damit ein guter Erdschluss ist. Und diese Grube hinein sofort gießen. Wichtig ist immer Wasser, Wasser, Wasser. So, und anschließend binden wir es gleich fest, so wie es richtig gehört. Das dann so palmettenförmig aufbinden. Nicht ganz festbinden, das ist auch ganz wichtig, damit es keine Stellen gibt, wo die Leitungsbahnen abgeschnürt werden. Und im kommenden Jahr werden diese Triebe tragen und dann bilden sich neue Triebe und die werden nicht abgeschnitten, sondern das sind die Fruchttriebe fürs nächste Jahr. Sofort fixieren, damit es dann im übernächsten Jahr auch wieder wunderbare Brombeeren gibt. So, und jetzt wollen wir eine Himbeer pflanzen. Ich finde, das sind die köstlichsten Beeren überhaupt. Bei den Himbeeren braucht man nur ein bisschen ein Gerüst, wo sich die Triebe anlehnen. Man muss sie gar nicht festbinden. Man kann zum Beispiel auch zwei Reihen von Drähten spannen, wo dazwischen die Himbeere wächst. Da haben wir so eine Himbeere und da sieht man sehr, sehr schön die unterschiedlichen Farben der Triebe. Diese dunklen Triebe sind die Triebe des Vorjahres, die haben heuer die Früchte. Und die hellen Triebe sind die Triebe des heurigen Jahres, die haben dann nächstes Jahr die Früchte. Also, wenn dann abgeerntet ist, dann werden die alten Triebe herausgeschnitten und die neuen Triebe lässt man stehen. Das hier ist eine sogenannte Sommerhimbeere. Bei der Sommerhimbeere ist das ganz, ganz wichtig. Hätte man eine Herbsthimbeere, würde man die Triebe komplett zurückschneiden und zwar im Frühjahr auf etwa 10 cm. Die neuen Triebe, die kommen, haben dann im kommenden Jahr die wunderschönen Früchte. Herrlicher Wurzelballen, das sieht man auch sehr schön. Diese hellen Wurzeln, typisches Zeichen, dass die Pflanze wirklich vital ist und sofort zu wachsen beginnt. Auch hier wichtig, ein bisschen tiefer setzen, als sie gestanden hat. Festrücken und angießen. Eine der wichtigsten Maßnahmen im Biogarten ist immer gut und dick mulchen, aber niemals zu dick. Es darf keine Fäulnis in der Mulchschicht geben. Alle Informationen zur Sendung, auch wie man diese Brombeeren, die Himbeeren und die Ribisel pflanzt, finden Sie auf unserer Website naturimgarten.at. Und Sie wissen ja, da können Sie auch gewinnen, herrliche Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentullen. Die Gewinnfrage ist mir ganz einfach. Wie nennt man jenen Dünger, der besonders im Herbst ausgebracht wird, damit die Frostfestigkeit erhöht wird? So, und jetzt noch einige Veranstaltungstipps, die ich für Sie ausgewählt habe. Am 21. und 22. September sind die Thementage spätsommerliche Stauden und Gräser im Schaugarten Oberleitner in Ording. Und am 23. September Kinderkonzert mit Bernhard Fiebich auf der Garten Tulln in Tulln. Mit
1,83 Meter Körpergröße ist es leicht, dass wir uns im Labyrinth finden. Für die Kinder ist es aber nicht ganz so leicht, wie wir zuerst schon gehört haben. Aber denen taugt es. Das ist eine super coole Sache. Total. Wir machen natürlich auch Experimente, das heißt, sie dürfen barfuß gehen, sie dürfen sich auf allen Vieren bewegen. Wir haben auch schon Augen verbunden, ja, mit Führen. Das heißt, ich muss mich auf einen Partner verlassen, wo führt er mich hin? Und das kommt natürlich irrsinnig gut an. Aber auch für die Erwachsenen ist interessant. Kräuterpädagogin, ich habe da eine Karte gefunden. Mhm. Was sagst du als Kräuterpädagogin, was mache ich mit der? Die Karte wird jetzt bei uns sogar in Österreich schon äckerweise gepflanzt, weil die Wurzel sehr, sehr wichtig ist als Heilungsstoff. Und derzeit ist sie sehr bekannt, vielleicht hat man schon was gehört in den Medien, gegen Borreliose. Interessant, interessant. Und im Frühjahr, wir verwenden die im Frühjahr auch als Salat, als Gemüse. Wenn die jungen Pflanzen austreiben, wenn die Rosette da ist, dann wird daraus Salat gemacht und einfach Wokgemüse. Ach, okay. Genauso wahrscheinlich wie mit der Brennnessel, die steht ja da auch. Jetzt frage ich gleich mal, wie schafft ihr das, dass nicht manche überhand nehmen, manche Kräuter? Da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen. Wir dünnen sie schon aus. Schon, muss man ich achte drauf, ja. Weil wir verwenden ja die Kräuter auch, das heißt, es wird auch unterm Jahr die Brennnessel von klein auf gepflückt, okay, und getrocknet, ja, für Tees. Und jetzt schauen wir, dass wir die Samen entnehmen. Ja, das ist ja ganz was Wertvolles. Genau, ja. Ich sage immer, super Food, ja. Ich brauche kein Quinoa, ich hole mir einfach die Brennnesselsamen und schmeiße sie ins Müsli. Ja, das ist ja ganz was Wertvolles. Ja. Ja. Und die Kinder machen aus den Blättern, aus den frischen, ausgetriebenen Blättern, die Brennnesselzuckerl. Das heißt, wir falten und falten sie immer kleiner und drücken sie. Das heißt, während des Drückens zerstöre ich diese Glasbrennhärchen, ja, genau, und dann, wenn es fest gedrückt und immer kleiner, und dann esse ich dieses Brennnesselzucker. Das ist natürlich was Besonderes für Kinder, oder? Ja. Das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung. Weil Brennnessel da. Weil Brennnessel ist bei jedem Kind au. Au, tut weh. Ja. Tut weh, ja. Beifuß ist auch da. Der ist auch ganz wichtig. Mhm. Beifuß ist auch sehr, sehr, sehr vorhanden. Er blüht jetzt noch nicht, ist ein Korbblütler halt auch. Und wir sammeln und trocknen dann auch eben für Tees, für den Bauch halt dann und eben für diese Wärmegeschichten. Das heißt, jetzt wir organisieren Näherinnen, die da Kissen uns nähen, okay, und da werden dann die getrockneten Beifußsachen, Blätter und Teile eingefüllt und Blüten und eben zum Warmauflagen eiskalte Füße, Beifuß, Bauchweh, Beifuß, also sollte immer griffbereit sein im Haus. Aber so wie wir jetzt plaudern, werden wahrscheinlich auch viele Eltern von den Kindern kommen und sie interessieren dafür. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Da waren teilweise sehr lustige Erfahrungen. Die Kinder sagen dann, Mama, wir waren dort und dort am Wochenende, muss ich dir das zeigen. Ach so, okay. Ja. Da wollen die Kinder den Eltern was lernen. Genau. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung für die Eltern, weil die sagen dann zu mir, aha, okay, da waren wir noch nie. Okay. Ja. Und das finde ich dann toll, dass die Kinder die Eltern praktisch animieren, mit ihnen in die Natur zu gehen und sich was Neues anzuschauen. Weil wir haben wirklich tolle Flecken auch in der Umgebung, nicht nur da herinnen im Hellerhof, die sogar Einheimische teilweise überhaupt nicht kennen, obwohl sie da aufgewachsen sind. Ja, wenige wissen, dass es hier in den Hellerhofgärten auch einen Kräutergarten gibt. Den gibt es ja schon sehr, sehr lange. Das dritte Jahr jetzt, eben nach meiner Ausbildung zur Kräuterpädagogik, wir begonnen, diesen anzulegen. Ja. Dieser Kräutergarten liegt gleich hinter der Kirche in Paudorf an der wunderbaren alten historischen Klostermauer. Und das Besondere daran ist, es ist keine Kräuterschnecke, sondern ein Kräuterschiff. Wie bist du denn auf das gekommen? Ja, in Anlehnung eben auf unseren Teich haben wir natürlich gesagt, muss ein Schiff drauf zufahren. Ja. Auch was Christliches, genau, nicht? Ja. Was wird alles zusammen, fügt sich so wieder eines dem anderen, weil es ja der Pfarrgarten ist. Und somit war das ein Anliegen, hier ein Schiff zu machen. Es ist ein besonderes Schiff, nämlich eines, das duftet. Ja. Das war sozusagen deine, genau, Idee. Die Idee des Duftschiffes, darin befinden sich eben Duftpflanzen, so wie jetzt eben die Zitronenverbene oder eben die Duftgeranien. Die sind alle schön, die mag ich auch ganz gern. Ja. Vielleicht ein wirklicher Hinweis für alle, die nicht wissen, was sie mit den Kräutern anfangen können. Pflanzenkraft und Kräuterwunder.
Die 12 bekanntesten Kräuterfrauen führen durch das Gartenjahr. Und das ist wirklich interessant. Für Monat geht man da durch das Kräuterjahr und findet immer wieder neue Ideen. Vom Löwenzahn, auch Rezepte dazu. Und vor allem viele Pflanzen werden vorgestellt. Das Buch ist im Verlag Freier erschienen. Mit Kindern, glaube ich, zu arbeiten, das ist schon immer spannend, vor allem wenn es ums Essen dann geht. Das ist für die Kinder wahrscheinlich überhaupt das Spannendste. Essen ist ein Thema bei den Kindern, ja. Und vor allem, was jetzt das Pflanzen anbelangt und was ich jetzt aus der freien Natur entnehmen kann und sofort naschen kann. Weil wirklich damit zu tun haben sie ja nicht mehr. Ja, und das dann kennenzulernen, spielerisch noch dazu, ich glaube, das funktioniert ganz gut und das macht irrsinnig viel Spaß. Ja. Da kommt wirklich positives Feedback dann und die Kinder gehen mit so einem Engagement und Freude heran an dieses Thema und haben so einen Spaß daran und das finde ich einfach super. Und darum, das mache ich irrsinnig gern. Ja. Genau diese Erfahrung hat der Benjamin Schweighofer übrigens auch gemacht. Und der macht jetzt für Kinder die gesunde Variante des Ketchups. Ketchup ist unser heutiges Thema. Und zwar kein ganz normales Paradeiser Tomatenketchup, sondern ein Gemüseketchup. Dazu geben wir in unser Ketchup Gemüse im Garten. Momentan sehr viel Reife, können aus dem Vollen schöpfen. Und zwar haben wir hier gelbe Paprika. Schneiden wir grob zusammen. Die Zwiebel noch grün, stört uns überhaupt nicht in unserem Ketchup. Ebenfalls grob zusammengeschnitten. Mit dem Grün ist zwar in der Farbe jetzt nicht ganz so schön, aber dafür gibt es auch Geschmack ab. Dadurch, dass wir das Ketchup zum Ende hinzu mixen werden. Einen Topf haben wir uns schon hergerichtet. Ein bisschen Pflanzenöl hinein. Und dann können wir schon die Zwiebeln und die Paprika in den Topf geben. Und was fehlt, meine Damen und Herren? Natürlich die Paradeiser, Tomaten. Ob groß, ob klein, ob gelb. Ob rot, ganz egal, wichtig, dass sie nicht grün sind. Die grünen, unreifen Paradeiser haben noch ein paar Giftstoffe in sich, die auch beim Erhitzen nicht verloren gehen. Deshalb die grünen lassen wir beiseite. Große Paradeiser vierteln, die Cocktail- oder Sherry-Tomaten genügen, wenn wir sie uns einmal halbieren. Zum Schluss nehmen wir uns noch eine Zucchini, wenn sie noch jung ist. Die Kerne sind noch nicht reif, das heißt, wir brauchen auch die Kerne nicht wegschneiden. Können wir ruhig dabei lassen. Gibt auch eine gute Bindung fürs Ketchup, stört uns überhaupt nicht. Wenn wir alle Zutaten im Topf haben, würzen wir noch mit verschiedenen Gewürzen, und zwar haben wir da Nelken, können wir natürlich auch Nelkenpulver verwenden. In dem Fall nehme ich ganze Nelken, weil es im Anschluss gemixt wird. Und je nach Vorliebe ein bisschen Chilipulver, natürlich, wenn Sie einen frischen Chili zu Hause haben, geht natürlich genauso. Hier haben wir zwei verschiedene, einmal ein bisschen dunkler, einmal ein bisschen heller, ein Currypulver. Ketchup kommt ja auch ursprünglich aus dem asiatischen Raum und da dürfen die etwas asiatischen Gewürze nicht fehlen. Ein Lorbeerblatt geben wir noch hinein und was ich besonders gern habe, die Muskatblüte, ähnlich intensiv wie die Muskatnuss selbst, noch ein bisschen frischer im Geschmack. Ein bisschen Salz natürlich. Und jetzt eine der Geheimnisse, warum das Ketchup auch allen Kindern so gut schmeckt, ist ganz einfach der Zucker. Zucker darf eigentlich fast nicht fehlen, dadurch, dass die Paradeiser, die Tomate auch relativ säurehältig ist, brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Süße und noch ein kleiner Schuss Apfelessig oder weißen Balsamico, ein, zwei Prisen
Pfeffer. Und wenn Sie vielleicht noch eingemachten Paradeiser vom Vorjahr haben, was Sie verarbeiten wollen, einfach dazu. Das Ganze lassen wir jetzt circa 20 bis 30 Minuten köcheln. So, das Ketchup füllen wir uns in einen Mixbecher hinein und werden wir gut durchmixen, dass es schön fein ist. Gut, und Sie sehen schon von der Farbe her nicht typisch blutrot wie das reine Paradeiser Tomatenketchup, sondern eben durch die Zucchini, durch den Paprika, durch die Zwiebel ein bisschen heller, fast ins Orange gehende. Dann füllen wir es uns in Einmachgläser und jetzt noch ein bisschen dünn das ganze Ketchup, aber Sie werden merken zu Hause, wenn es dann abgekühlt ist, ist es auch ein bisschen dicker. Und hier auch in eine praktische Flasche, wo es schön gut zum Dosieren geht. Gut verschließen. Und wenn es länger haltbar sein soll, dann einfach die Gläser zu Hause in ein Wasserbad hineinstellen. Im Backofen bei 120 Grad ca. 20 Minuten stehen lassen und dann möglichst schnell abkühlen, dunkel lagern und es ist kein Problem, dass es bis ins nächste Jahr hineinhält. Dann wünsche ich viel Spaß beim Genießen vom eigenen selbstgemachten Ketchup. Mahlzeit. Das Rezept für dieses köstliche Ketchup finden Sie unter extraorf.at und Gartentipps gibt's in der aktuellen ORF-Nachlese für September. Wenn Sie eine Gartenfrage haben, dann sind wir für Sie da. Am Natur im Garten Telefon können Sie uns anrufen von Montag bis Freitag. Und da gibt's natürlich jetzt in der Erntezeit oft Fragen zum Thema Paradeiser. Kann ich grüne Paradeiser tatsächlich nicht verwenden? Ja, das ist eine Frage, die können wir beide beantworten mit meiner Kräuterexpertin. Grundsätzlich sage ich, grüne Paradeiser wird man nur sehr dosiert verwenden. Ja. Was sagst du? Wirklich sehr dosiert. Das obligatorische Rezept zum Beispiel im Russenkraut. Ja. Da habe ich wirklich nur wenige Scheiben drinnen. Da ist okay, da nehme ich es in Kauf. Aber ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine grüne Tomatenmarmelade mache, ja, dann bitte grüne Tomatensorten verwenden. Ja, und ja, nur im reifen Green Zustand. Zebra, ne, genau, zum Beispiel. Ja, dann ist es auch grün. Ja. Aber das Solanin, das da drinnen ist, ist erhalten, im Endeffekt giftig. Ja. Und bei empfindlichen Menschen macht es Magenverstimmungen und so. Da würde man sehr bitte aufpassen. Einfach. Würde ich nicht machen. Ja. Ich verwende extra Sorten und auch wenn ich Schatten und solche Sachen mache. Ja. Aufpassen einfach. Du, das Garteln an sich, was ist das für dich, wenn du da draußen im Garten bist und ich sag Unkraut zupfst, wie ist das? Das ist einfach Leben, Lieben und Lachen. Alles fein. Ich bin eigentlich drauf gekommen, einen Garten zu bepflanzen und zu bewirtschaften, ja, dann glaube ich eigentlich am Morgen, weil es geht ja weiter. Ja, es lohnt sich, dieses Paradies an Kräutern und Blüten zu besuchen. Schön, dass wir da sein haben dürfen. Das war's für heute. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Natur im Garten. Bis dahin viel Spaß beim Garteln.